Heute habe ich ein Thema für euch, das immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Beziehungsweise ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, dass das sehr, sehr wichtig wäre. Und deswegen habe ich gedacht, ist mal an der Zeit, ein Video darüber zu machen. Und zwar geht es um das Thema Narbenbehandlung. Ihr kennt es vielleicht selber, vielleicht habt ihr selber auch mal einen Leberfleck entfernen lassen oder tatsächlich auch eine OP hinter euch. Viele Narben machen einfach Probleme, auch noch Jahre später. Es kommt zu Juckreiz, es ist so ein bisschen Spannungsgefühl, manche Narben sind extrem empfindlich, manche sind unempfindlich und genauso ist es bei den Hunden auch. Also wenn euer Hund eine OP hatte, sei es auch nur die Kastration zum Beispiel bei der Hündin, wo wir einfach auch eine Narbe am Bauch haben oder irgendwelche Gelenkoperationen oder irgendeine Beißerei, man musste das nachher nähen und da gibt es einfach Probleme. Das heißt, der Hund hat auch halt genau die gleichen Symptome im Grunde genommen, nur kann das natürlich nicht sagen, so wie wir Menschen. Und deswegen, ich habe jetzt mal ein bisschen die wichtigen Punkte aufgeschrieben. Was wichtig wäre zu wissen einfach, das Narbengewebe ist unelastisches Gewebe. Und das ist schon mal, allein das ist schon mal ein bisschen ein Problem, wenn natürlich das Narbengewebe, dieses feste Gewebe, auf einem relativ weichen, elastischen Gewebe dann aufliegt sozusagen. Und schon allein das führt einfach schon zu Problemen. Dann Verklebungen im Gewebe. Bei der Narbe ist es einfach so, die Prio 1 vom Körper ist bei einer großen Wunde, dass so schnell wie möglich das verschlossen wird. Ja, das ist dann egal, ob das jetzt elastisch ist oder nicht, sondern die Prio 1 ist erstmal, die Wunde muss so schnell wie möglich verschlossen werden. Dabei kommt es zu Verklebungen im Gewebe und je tiefer die Narbe geht, umso mehr Schichten verkleben miteinander und umso problematischer ist das Ganze. Dann Probleme sind unabhängig von der Größe. Es gibt Narben, die sind wirklich nur einen Zentimeter groß und machen wirklich massive Probleme. Und Narben, die sehr, sehr lang sind, die völlig unproblematisch sind. Es kommt natürlich dann auch so ein bisschen, hängt ein bisschen davon ab, natürlich wie gesagt, von der Tiefe der Narbe, aber auch zum Beispiel auch, wo die Narbe liegt. Also natürlich Narben, die in der Nähe von dem Gelenk liegen, machen mehr Probleme als andere, die jetzt nicht so arg in Bewegung sind, wenn der Hund zum Beispiel läuft. Aber gerade Narben, die an dem Gelenk sind, da kann es einfach auch zu Bewegungseinschränkungen am Gelenk kommen. So, auch alte Narben können Probleme verursachen. Das ist immer so ein bisschen was, was man oft vergisst. Man denkt immer, ja gut, okay, es ist alles ausgeheilt, wunderbar. Aber es kann auch sein, dass wirklich Jahre später es immer wieder Probleme mit dieser Narbe einfach gibt. Das sollte man auf alle Fälle auch wissen. Und die häufigsten Probleme sind tatsächlich Juckreiz, das seht ihr vielleicht an eurem Hund, wenn er anfängt, an diese Narbe zu knabbern oder zu schlecken. Dann Spannungsgefühl, das sieht man jetzt beim Hund nicht unbedingt. Und Schmerzen. Schmerzen ist auch so eine Thematik, das merkt man beim Hund jetzt auch nicht unbedingt sofort. Das kann sein, es tut ihm einfach nur ein bisschen weh bei der Bewegung und dann merkt man das gar nicht. Was aber ganz wichtig wäre, es ist so, dass die Hunde dann oft eine leichte Schonhaltung einnehmen, um gerade diesem Spannungsgefühl auch nur zu entgehen. Das merkt ihr dann nicht unbedingt. Das können wirklich Kleinigkeiten sein, dass er einfach dass er ein bisschen kürzer tritt, dass er zum Beispiel, wenn das eine Narbe ist an seinem Bein, ist einfach, dass er das Bein ein bisschen mehr ausdreht oder ein bisschen mehr eindreht oder sowas. Also das sind so Sachen, die fallen einem gar nicht auf. Und ich sage jetzt mal ein ganz massives Beispiel. Es könnte theoretisch sogar sein, dass euer Hund eine Narbe hier am Ellenbogen hat und auf einmal fängt er hinten rechts an zu humpeln. Und alle denken, oh mein Gott, was hat der Hund, der hat hinten rechts irgendein Problem. Dabei kommt das Ganze zum Beispiel von der Narbe, weil der Hund probiert halt einfach in die Schonhaltung zu gehen und läuft dann über Monate, Jahre vielleicht immer in dieser Schonhaltung und nachher haben wir ein Problem noch an einer ganz anderen Stelle. Aber es kommt ursächlich eigentlich von dieser Narbe, die immer diese Probleme bereitet dem Hund, die Schmerzen oder eben nur dieses Spannungsgefühl schon, das einfach unangenehm ist. Und der Hund probiert diesem Ganzen zu entgehen, indem er einfach eine Schonhaltung einnimmt. Deswegen solltet ihr immer dran denken, wenn euer Hund irgendwo operiert worden ist, beziehungsweise, wie gesagt, auch nach einer Beißerei oder sowas eine tiefere Wunde hat, lasst diese Narbe unbedingt behandeln. Das wäre echt sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und ich zeige euch jetzt nochmal kurz, was da so die Haupttherapieformen sind. Das ist natürlich die Nummer 1, natürlich die Narbenmassage. Das könnt ihr euch dann auch zeigen lassen und dann könnt ihr das zu Hause auch machen. Das ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig, dass das auch regelmäßig stattfindet. Die Narbenmassage könnte schon oder sollte auch schon relativ früh nach der OP stattfinden. Also wenn es dann gut verheilt ist natürlich, wenn da noch eine Entzündung drin ist, darf natürlich nichts dran gemacht werden, aber das weiß der Therapeut natürlich.
Aber es sollte wirklich so früh wie möglich, ist natürlich besser, als wenn die Narbe schon wirklich verschmutzt ist, dann ist es einfach nur schwieriger. Man kann es natürlich dann auch noch behandeln, aber je später, desto schwieriger wird es eigentlich. Und deswegen sollte man schon am Anfang gucken, dass man mit der Narbenmassage guckt, dass das Gewebe nicht so arg verklebt einfach, dass es geschickt abheilt. Das wäre da schon sehr, sehr sinnvoll. Dann die Ultraschalltherapie. Da gibt es so Ultraschallgeräte, die man in der Hundephysiotherapie auch einsetzt. Das ist dazu da, um zum Beispiel die einzelnen Zellen dazu anzuregen, sich schneller abzuheilen. Das ist auf alle Fälle sehr, sehr sinnvoll, das unterstützend auch zu machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Man kann auch mit der Ultraschalltherapie einfach Salben tiefer ins Gewebe einbringen. Dann einen Moment kurz. So, weiter geht's. Dann gibt es Narbensalben, die man unterstützend verwenden kann, auf die Narbe immer aufträgt. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, da sollte man sich auch ein bisschen beraten lassen, weil natürlich der Hund soll es auch nicht abschlecken. Das wäre nicht so geschickt. Ja, das sind so die Hauptdinge, die man machen sollte, auf alle Fälle bei jeder Narbe, also wirklich auch bei den kleinen Narben. Ich mache das auf alle Fälle Sinn, das zu machen. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das so ungefähr aussieht. Das ist so ein bisschen schwierig, das theoretisch zu zeigen, aber ich habe es mir auch überlegt. Ich wollte es zuerst praktisch an Berlin zeigen, aber er hat keine Narbe und ich glaube, dann wird es auch nicht verständlicher, glaube ich. Deswegen habe ich gedacht, ich zeichne euch das jetzt so ein bisschen mal auf. Also, das hier wäre jetzt die Narbe. Und man kann jetzt hier zum Beispiel diese kreisenden Bewegungen machen an der Narbe. Hier werden Verschiebungen im Gewebe und hier ist die Narbe auseinanderziehen. Aber das sind so Sachen, die solltet ihr auf alle Fälle euch zeigen lassen, weil je nachdem, wie die Narbe im Moment auch aussieht und wie lange die OP her ist, je nachdem hängt davon ab, was ihr machen könnt. Also da gibt es noch viele andere Methoden, es wird auch oft kombiniert, dann wird die Narbe auch abgehoben, zum Beispiel, um diese Verklebungen zu lösen. Aber das solltet ihr euch auf alle Fälle zeigen lassen und das solltet ihr die Narbe auch jemand angucken lassen, der sich da ein bisschen damit auskennt, der euch sagen könnt, das könnt ihr machen und wie viel Druck ihr auch anwenden könnt. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Das ist nämlich so ein bisschen abhängig davon, wenn die Narben noch relativ jung sind, muss man ein bisschen vorsichtiger sein, vorsichtiger im Gewebe arbeiten. Und wenn die Narbe schon älter ist, muss man einfach auch mehr Druck aufwenden. Aber es ist auf alle Fälle sinnvoll, das bei allen Narben zu machen, auch wenn ihr selber natürlich Narben habt. Auf alle Fälle immer sehr, sehr sinnvoll, weil es wirklich sonst, es kann einfach dem Hund immer unangenehm sein. Es kann tatsächlich auch, gerade wenn es im Bereich des Gelenks ist, wenn der Hund jetzt zum Beispiel hier am Ellenbogengelenk eine Narbe hat, weil er da operiert worden ist, kann es wirklich zum Beispiel zu Bewegungseinschränkungen kommen, dass der Hund dann einfach die Gliedmaße bzw. das Gelenk gar nicht mehr so weit bewegen kann, weil diese Narbe einfach ein Spannungsgefühl verursacht und der Hund fängt dann dort immer an zu lahmen. Deswegen lasst es machen, lasst danach gucken, lasst es euch zeigen, wie ihr das zu Hause auch umsetzen könnt. Und genau jetzt möchte ich noch kurz was sagen, gerade an die Hundesportler. Wenn ihr jetzt eine Hündin habt, die kastriert worden ist und die hier eben ihren Namen hat, die solltet ihr auf alle Fälle wirklich regelmäßig und frühzeitig behandeln lassen, weil wenn ihr mit eurem Hund Sport macht, wo er vielleicht auch über Hürden springen muss, da fangen die Hunde dann an und springen auch nicht mehr richtig über die Hütten, so wie früher, dass sie sich wirklich lang strecken, sondern die machen dann meistens so kleinere Hüpfer. Das kann auch manchmal minimal nur sein, aber weil es denen wirklich unangenehm ist, sich lang zu strecken bei dieser Narbe im Bauch. Das so als kleiner Hinweis noch am Rande. Deswegen, also Narbenthematik, Narbenbehandlung, sehr, sehr wichtiges Thema und solltet ihr auf alle Fälle berücksichtigen, wenn euer Hund mal operiert worden ist oder eine tiefere Wunde hatte zum Beispiel. Also sollte man unbedingt machen, ist wirklich ganz, ganz wichtig, ihr Hund da viele Probleme ersparen sozusagen, wenn ihr einfach rechtzeitig die Narbe behandeln lasst und sie auch selber dann zu Hause weiter behandelt. Das war's schon für heute und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Tschüss!